Hey Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute eine Methode zeigen, wie man wirklich schöne Blumen hinbekommt, ohne ein richtig krasser One-Stroker oder Künstler zu sein. Dafür braucht ihr nur einige Pinsel in verschiedenen Größen. Ich habe hier etwas kleinere Pinsel, meinen ganz normalen Gelpinsel, dann einen etwas mittleren Pinsel. Also es ist gut, wenn ihr verschieden große Pinsel dafür habt. Ich benutze hier ein Weiß, und zwar ist das das Arctic White Gelpaste von Weidsam. Weidsam, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Habe ich letztens durch Zufall auf Instagram gesehen und da waren die im Angebot gewesen. Ein Töpfchen hat 1,50 gekostet und habe ich gedacht, ja, da schlägst du zu und habe sie mir gekauft. So, nun nehme ich meinen Gelpinsel und spitze mir in der weißen Farbe so ein bisschen an und streiche die Farbe auch so ein bisschen ab, denn ich möchte nicht so viel Farbe auf dem Pinsel haben, sondern nur so ein bisschen. Dann setze ich mir hier oben einfach einen Klecks und ziehe ihn so in die Mitte. Also wirklich, ihr seht, ganz simpel. Dann spitze ich mir den wieder ein bisschen an und setze mir hier drüben einen hin und ziehe ihn auch wieder in die Mitte. Das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Und in die Mitte ziehen. Jetzt nehme ich mir einen etwas kleineren Pinsel, mache das gleiche auch hier und setze ihn mir hier oben an und gehe auch wieder in die Mitte. So, das lasse ich jetzt ganz kurz anhärten. So, nach 15 Sekunden in der Lampe reicht das schon. Jetzt nehme ich mir wieder meinen dünnen Pinsel, nehme mir dieses Mal etwas mehr von dem Weiß auf und ziehe mir hier vorne einfach ein Blütenblatt in die Mitte. Das gleiche auch hier drüben. Und hier oben setze ich mir auch noch eins hin. So, das lasse ich jetzt auch ganz kurz anhärten. In der Zwischenzeit nehme ich mir schon mal meinen normalen Gelpinsel, wieder etwas von der weißen Farbe, und spitze ihn da drin so ein bisschen an, damit er einfach nicht so breit vorne ist. Nehme mir wieder ein bisschen Farbe auf und setze mir hier vorne einfach so einen ganz kleinen Klecks hin. So, auch nochmal ganz kurz anhärten lassen. Nun benutze ich die Farbe Snowdrops, auch von Weidsam, Weidsam, wie auch immer, und einen ganz dünnen Pinsel. Und da könnt ihr sehen, habe ich mir schon etwas grün aufgenommen. Und da ziehe ich mir jetzt hier so eine Art Blütenkelch von hier vorne. So, und dann brauche ich einen ganz dünnen Pinsel. Und ziehe mir das Ganze dann hier einmal so richtig schön dünn auslaufend nach unten. Und setze ich mir mit dem dünnen Pinsel und auch dem Grün einfach hier noch so ein paar schöne Schnörkel hin. Oben ein bisschen dicker und nach unten hin immer schön dünn auslaufend. Dafür nehme ich mir dann immer aus der Farbe mit dem Pinsel so eine Art Kügelchen auf, indem ich einfach so durch die Farbe gehe, und dann kann man sehen, ist hier oben so ein wunderbares kleines Kügelchen drauf. Also durch die Farbe, Kügelchen und auftragen. Nun nehme ich die Farbe Gelpaste Romantic Blue, alles von Weidsam, und nehme mir da ein bisschen Farbe auf und gehe da einmal mit einem dünnen Pinsel hier oben entlang und setze mir hier noch so ein paar Highlights.
Nun nehme ich mir mein Grün und den ganz dünnen Pinsel und mal mir hier unten auch wieder nicht zu viel Farbe nehmen, ein bisschen abstreifen und mal mir hier unten noch zwei Blätter hin. Doll aufdrücken und nach hinten hin einfach loslassen. Bisschen Farbe vorne auf den Pinsel. Doll aufdrücken und nach hinten hin einfach loslassen. Jetzt nehme ich mir wieder meinen dünnen Pinsel. Und verschönere mir die Blätter noch so ein bisschen, indem ich einfach ein bisschen Farbe vorne auftrage. Und mir einen richtig schönen Schnörkel hier rüber ziehe. Das gleiche hier drüben auch, aber nicht so stark. Einfach nur so ein bisschen. Hier oben auch noch eins hin. Doll aufdrücken und nach hinten hin loslassen. Wieder etwas Farbe nehmen. Und das Ganze wieder schön spitz ziehen. Jetzt gehe ich mit dem Pinsel ohne was dran nochmal hier oben auf das Blatt, weil ich hier diesen schönen Schliereffekt vom Pinsel haben möchte. Genau so nämlich. Und das war eben einfach nicht so schön gegeben. So, jetzt lasse ich das Ganze mal kurz anhärten, mache das aber auch noch hier unten. Um einfach diesen Effekt noch mal ein bisschen hervorzuheben. So. Nun setze ich mir mit dem Grün auch noch ein paar Highlights hier hin. Hier zum Beispiel gehe ich einfach nur von hier unten mit einer dicken Kugel und ziehe mir die schön dünn nach hinten. Das gleiche hier oben auch. Dicke Kugel aufnehmen, absetzen, nach hinten ziehen und immer weniger den Pinsel aufdrücken. Nun nehme ich mir wieder mein Grün und setze mir hier so ein paar Pünktchen rein. Punkte können ruhig so ein bisschen breiter gezogen sein. Und ziehe mir von den Pünktchen aus bis zu dem Weiß ganz feine Linien. Es gibt dann diese kleinen Blütenstempel innen drin. Nun nehme ich mir noch mal etwas Weiß auf, ein bisschen mehr jetzt. Und setze mir hier noch mal so ein Highlight hin. So, und das Ganze lasse ich jetzt aushärten, versiegele es und zeige euch dann gleich das Endergebnis. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht, man muss einfach nur ein bisschen üben, mit dem Pinsel umzugehen, ein paar Kleckse machen und ja, einigen Anweisungen folgen. Dann klappt das ganz gut. Ich freue mich auf das nächste Video und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.